Mal nachgucken. Sumpex würde ich tendenziell gerne nehmen. Also Hydrobi, das ist aber mit Enton verbunden. Das würdest du nicht wollen, bestimmt. Ich muss jetzt erstmal mein Starter. Ich lasse sie nicht frei. Ich habe die auf die Box gelegt, wo auch mein Welser liegt. Ja, habe ich auch vor. Dem nehme ich noch das Item ab. Stimmt, das kann ich so ja gar nicht machen. Es haben noch ein paar Pokémon-Items. Du hast ein Upgrade, hey cool, danke, ich habe immer noch einen. Du hast einen Küstensalz, hey cool, danke, das ist unnötig. Du hast auch einen Küstensalz. Ein Tauchball. Sonnenstein. Mentalkraut. Wäre leichter, wenn wir unsere Favorites finden würden. Tja. Ja, wie sieht's aus? Was empfindest du bei deinem Hades? Würdest du es mitnehmen? Dann hilft mir Tornupto aber wie gesagt nichts mehr. Ja, aber dann hast du Lavados, also. Ja, und somit ein drittes einen dritten Flugtyp. Ja, aber dafür dieselben Schwächen wie Tornupto auch. Tschüss Hades, tschüss Drake, es war eine gute Zeit. Gleich freilassen. Es war eine gute Zeit mit dir. Ja gut, ich bin jetzt irgendwie... Ja gut, also es hat lange gedauert mit dem Latias, dass ich mal mit Latias irgendwie gut klarkomme. Und jetzt kam es endlich mal Genesung und einigermaßen gute Attacken, Gedankengut, Psychokinese. Wie gesagt, die Genesung halt und Aquaville. Ich hasse aber Volltreffer. Ja. Ich wollte es doch heilen und dann kam Volltreffer und dann boom. Dabei hat der Angriff davor nicht mal so viel abgezogen. Stimmt, ich schreibe mir jetzt erstmal auf, was wir gefangen haben. Ich schreibe jetzt im wir haben ein Hades gefangen. Kein Lavados. Möchtest du dein Wablu mit ins Team nehmen? Im Angesicht der Pokémon, die uns jetzt folgen, ich bräuchte eigentlich ein Pokémon, das keinen Flugtyp hat. Weil ich habe sonst gegen den Arenaleiter schlechte Karten und in der Siegerstraße sind auch Haufen Leute, die viel mit Bodenattacken. Da sind viele Wanderer unterwegs. Neben den Ast-Trainern. Ja, das stimmt. Was hattest du jetzt gefangen? Ein Regirock. Regirock. Ja. Regirock. So. Na, das ist jetzt nicht so einfach. Wem ist Kanimani nochmal verbunden? Dein Kanimani ist mit Myrapla. Ach so. Würdest du Myrapla mit ins Team nehmen wollen? Da hätte ich das erste Mal ein Pflanzen-Pokémon im Team. Ja, aber auch gut für sehr viele Boden-Pokémon, die dir entgegenkommen könnten. Ja. Aber ich bräuchte einen Blattstein. Obwohl, den kann man ja kaufen, ne? Ja. Ich glaube, man braucht einen Blattstein, damit man G-Floor bekommt. Toxer kann ich, glaube ich, auch Psychik. Dabei bin, habe ich die Erinnerung. Wem? Den Toxer? Das lernt es auch von alleine eigentlich. Guck mal nach. Eigentlich müsste es das alleine lernen. Dritte Gen? Hallo? Ja, hallo? 3 Punkt Gen, hallo, nun mach doch. Geht doch. Nein, er lernt denn nicht von alleine. Okay. Kann es denn erlernen? Nein, kann er auch nicht. Ich bräuchte auf jeden Fall Pokémon mit Psychokinese.
Ja, und am besten eins, das auch davon profitiert, also Step halt. Ja. Togepi. Dem ist mein Togepi nochmal verbunden. Das war ziemlich weit oben mit Dick da. Das würdest du bestimmt nicht wollen. Gucken. Ich hätte sonst auch noch das hier. Was für ein Typen hat es denn? Es hat Typ. Wo steht der Typ? Pardon, nicht Typ, sondern Wesen. Wo steht denn das Wesen? Ruhig. Würdest du dein Gretchen aus dem Team rausnehmen wollen? Für Sedra King. Hatte ich gerade tatsächlich überlegt, aber dann, das ist ja mit deinem VM, beziehungsweise mit deinem Lutzozel verbunden. Ja. Ruhig. Ruhig. Angriff hoch, in den runter. Wäre jetzt nicht so schlimm. Was hätte mein Seatracking denn? Wesen Ernst. Ernst? Ausgeglichene Werte. Ernst ist Initiative hoch und Initiative runter, also neutral. Okay. Bei mir hat es Angriff 54, Verteidigung 58, Spezialangriff 58, Spezialverteidigung 54 und Init wieder 54. Fast alles gleich. Also ich bräuchte nur ein Pokémon, was Stärke übernehmen kann. Und Stärke kann, glaube ich, auch Registeel, sonst weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Gucke mal, was Natu bzw. Zatu alles erlernen kann. Weil die Psychokinese sollte drinne sein. Ja, bei NATO auf jeden Fall. Fliegen ist da auch drinne und ob es Ja. denn besser ist als mein Noctu? Wenn ja, dann würde ich es nehmen. Könnte sein. Es kommt halt auf die Werte mit an und was für ein Wesen es Psychokinese Level hat. 65. Ach du Scheiße. So spät erst. Und es erlernt nicht, also es hat nicht wirklich gute Psychoattacken, also beziehungsweise gar keine Psychoattacken. Das ist ja doof. Das einzige, was es bekommt, ist Level 20 Teleport. Level 35 ist sehr. Denn eine ganze Zeit lang nur Wunschtraum oder Konfusion. Und dann Level 65 die Psychokinese. Und DTM haben wir erst ja nicht mehr. Gucken, aber ich glaube nicht. Ja. Also laut aktuellem Stand werde ich in der Pokémon-Liga so heftige Probleme haben. Nein, ich habe keine Psychokinese mehr. Das glaubst du Ja, gar nicht. Dato kommt dann auch nicht in Frage. Mit wem ist Tauboga nochmal verbunden? Warte, Tauboga. Wo war denn Dann das? neue. Weiter unten. Tauboga, Tauboga. Hab ich meine Liste gar nicht drin. Ich auch nicht. Na toll. Scheiße. Tauboga, das ist nach Seemobs gefangen. Seemobs war mit Also. Corazon zusammen und dann kam Spoink und Voltoball. Ja, und was hast du auf deiner Box neben Corazon? Das kannst du nicht nehmen, weil meine Box durcheinander ist, weil ich aus Versehen auf Box 2 war. Ja, müsste ja trotzdem daneben sein. Dann kannst du ja gucken, Nö, ob es mit irgendwas Corazon ist verbunden. irgendwo in der zweiten Reihe eingeordnet worden, weil da eine Lücke war. Okay, gut. Nein, nicht okay, Google, danke. Nein, hör doch auf.
Was hast du denn vor, Voltoball? Ich glaube, das war Ditto. Ach, dann ist Ditto mit Weil Tauboga Ditto steht verbunden. nicht in der Liste. Das muss unbedingt eintragen. Nach Seemobs hast du gesagt. Ja. Gut. Also bei mir ein Ditto und bei dir Es ein. ist echt gerade nicht so leicht, ne? Nee. Ich bin ungern Spielverderber, aber für die Liga sehe ich momentan noch nicht so richtig. Ich habe nix Pflanze, nix Psycho, nix Elektro meine ich, im Team. Elektro habe ich auch gar nichts. Pflanze Momentan habe ich kann nicht mein wirklich. Gyarados Donnerblitz, mehr auch nicht. Ne, Gut. doch, Elektro habe ich registriert, aber bis da mal so ein Donner trifft. Gut, Donner könnte ich auch noch wem beibringen. So ist es nicht. Nein, ich will den nicht bewegen. Wen hast du gerade alles im Team? Warte. Hast du drinne? Ich habe Lugia drinne. Ja. Nidoking. Ja. Gretchen. Ja. Metagross. Und Tornopto. Warum haben die meisten Pokémon immer hier so einen Typ? Loris. Altaria ist ja auch Drache. Den hast du aber kein Wasser-Pokémon mehr. Was hast du für Wasser-Pokémon? Nicht vieles Gutes, was dein Gretchen irgendwie ansatzweise. Doch, Lugia hättest du, aber das bringt nicht Es ist nicht viel. Wasser. Ja. Und es kann auch kein Wasser. Doch, es könnte Surfer erlernen. Ja. Ich hätte noch Wailord. Ja, aber Flomel bringt nicht wirklich viel. Ja. Habe ich ja schon nachgeguckt. Wailord oder Seedraking hätte ich noch. Ja, aber du würdest Seedraking und Altaria nicht zusammen im Team haben wollen, oder? Habe ich zwei Drachen. Sonst hätte ich nämlich gesagt, dann nimmst du dein Gretchen, ich mein Kapolores raus. Dafür packe ich mein Shiggy rein. Und du dein Wablu. Okay. Und dann würdest du noch dein. Aber nee, dann hätte ich ja Natto drinne. Natto und Ja. Obtugo. Das wäre dumm. Also alles Scheiße, ey. Ich will die nicht bewegen, ich will auf Bericht gehen. Aber was machen wir denn hier jetzt? Wir haben auch sonst gerade keine Chance noch. Doch ein Pokémon können wir in der Siegestraße nach dem Kampf hier fangen. Wow. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da. Das weiß ich nicht, ob dir das helfen würde. Was denn? Seemobs. Ja doch, es wäre nicht schlecht. Ich hätte ein Corazon. Aber Corazon ist echt schlecht mit den Werten. Echt? Ja. Also mein Corazon damals hat mir echt geholfen. Aber es war auch in der silbernen Edition. Ja, aber es ist wirklich nicht gut. Ja, gut. Was haben Ich wir noch? würdest du gerne das Wablu mit ins Team nehmen wollen? Botogel und Schnepke hätten wir noch. Da hättest du deinen Eistyp. Und ich mein auch. Ich guck mal kurz, was Finnator alles kann. Ist Oh, nicht auch das ist dieses. scheiße, ey.
Ja, wir haben gerade eine echt tierisch coole Folge, ne? Wollen wir eigentlich einen Cut machen? Können wir machen. Wir machen dann mal einen Cut, damit ihr das nicht alles sehen müsst, bis wir uns geeinigt Richtig. haben. Machen wir dann weiter. Dann. Bis dann. So, wie man sehen kann, nach wie lange sitzen wir jetzt schon ohne Aufnahme? Anderthalb Stunden wieder. Zu lange. Habe ich ein kann den mal lesen, Nebula gefunden. Ich werde es jetzt versuchen zu fangen, damit ich mein Favorite habe. Dann kann ich das Papunga nämlich aus dem Team nehmen. Dann haben wir ein Problem weniger. Yay. Und wir sind beide echt gerade am Rande des Nervenzusammenbruchs, weil wir überlegen uns gerade tierisch. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich gerade jetzt für ein Team habe. Was für. Okay, Nebulak ist gefangen. Mein Favorite ist damit durch. Ich nenne dich hoch. Haben wir in Vertania City eigentlich schon was gefangen? Vertania City? Ja. Nee, da kann man doch gar nichts fangen. Doch, da ist doch ein See. Vertania City ist ein. Ja, da mussten wir doch wegen dem Traumfresser auch entweder rüberschwimmen oder mit dem Zerschneider. Oh, nee, haben wir gar nicht. Gut, dann müsste ich jetzt nämlich einen Pokémon fangen, weil ich dort den Encounter, weil ich aufgerufen habe. Im Moment, ich bin da. So, was hast du denn? Ein Kamaub. Okay. Das beste Feuer-Pokémon, aber wenigstens eins. Auch wenn du wahrscheinlich den Flamby. Oh, ich krieg. Ich bekomme hier keinen Encounter. Ich musste ganz oft hin und her schwimmen. Oh, der ist kaputt. Ah, jetzt. Ich habe Vulcano. Nee, es ist immerhin ein Feuer-Pokémon. Hast du Vulcano? Nee, nicht. Nein. Also Kamau und Vulcano. Yay. So, und ich bin mir sicher, dass ich mein Alpollo, mein Gengar mit deinem Metagross verbinden würde. Machst du das? Ja. Gut, Metagross ist hier, dann. Wo ist denn dein Metagross? Metagross? Tausch zu Nebulak. Zack. Das war Papunga. Also kommt das weg. Nächster F Metagross. durch Favoritenfang zu Und. Metagross, genau. Hallo. Yay! Gut, und dann haben wir ja noch Vulcano und Kamaup. Ja, musst du erstmal fangen. Wenn du es Jetzt stimmt, möchtest. Vulcano kann Brille. Ja. Deswegen ist es nicht zu unterschätzen. Oh Gott, ey. Mann, Mann. Dachten wir nicht am Anfang, ja, Pokémon, schönes Projekt, macht Spaß und ist auch gut zum Aufnehmen. Ist es ja auch, wenn man nicht gerade so vom Typ her. Ich gesagt, ich habe oft nur Flug-Pokémon oder Wasser gefangen. Ich Oder hab's gefangen. super. Meine Kamaup ist männlich. Ich habe gar keinen Pokédex-Eintrag zu dem Vulcano gerade gehabt. Habe ich schon eins gefangen? Hattest du schon eins? Weiß ich nicht, ich hatte keinen Pokédex-Eintrag. Nicht laut der Liste. Nö, laut der Liste steht nichts drin. Ich nicht, warum hatte ich denn keinen Pokédex-Eintrag hier? Wie willst du das nennen? Männlich, weiblich, sächlich. Männlich. Fukano. Hotdog. Okay, deins war weiblich. Nein, männlich. Hopp. Denn deins.
Brand, also BRA, so wie Brand. BRAND. Okay. Gut, damit beenden wir die Aufnahme wieder. Ja, nee, ich guck noch mal fix nach, ob ich wirklich, weil macht mir gerade stutzig, dass ich keinen Pokédex-Eintrag bekommen habe. Das habe ich gerade gefangen. Nee, habe ich wirklich nicht. Sehe ich nicht, warum hatte ich denn keinen Pokédex-Eintrag? Ich hole das mal kurz nach, ne? Was? Den Pokédex-Eintrag. Okay. Da unten stehen. Ich hab gar keinen Pokédex Eintrag. Hä? Ach da. Es ist sehr freundlich und bleibt dem Menschen treu. Durch Bellen und Beißen versucht es Gegner zu verscheuchen. Okay, gut. Okay. Wir sehen uns dann, wenn wir weitermachen. Warte, ich lese auch noch schnell vor. Okay. Kamaub, durch seinen Körper fließt bis zu 1200 Grad Celsius heiße Magma. Wird es kalt, wird das Magma fest und verlangsamt es. Das ist interessant. Jo. Ja, dann bis später. Ja, wir suchen dann weiter unser Team zusammen. Richtig. Es ist so schwer.